Probleme. Zu. Ah, jetzt. Wenn die kleinen Rasas schlafen. Schlaf. Guten Morgen. Na, endlich. Jetzt habe ich gerade das gelesen, was die Feder geschrieben hat. Mit der Leck mich doch WG. Witzig, Ich habe es jetzt erst gelesen. Zur Strafe werde ich jetzt erstmal hier direkt in dieser komischen Inka-Stadt. Okay, tot. Pack Creeper in die Luft hier an. Wo ist das Piratenschiff? Ach, da hinten, warte mal. Ich will sehen. Wenn ich rausgehe, links oder rechts? Ich habe jetzt TNT dabei. Einmal durchs Wasser über den Ozean. Also hinterm Haus? Hinterm Haus, ja. Na, da, wo du Wasser findest, da wäre das Pirat. Da, darum, genau, da einfach darum, genau. Ah, da hinten. Aber ist das jetzt mittlerweile fertig eigentlich? Nein. Hey. Was hast du dir für ein Stehkin gebaut? Ich hab dir nicht gebaut. Oh, nö, ist, ne? War das nicht. Was nicht? Übrigens, den hab ich gebaut, weil der Weg umständlich war. Also ist noch am Baum, Basti, wie du siehst. Was? Es war fertig. Wie nennst du das Schiff? Toll. Das Schiff? Hm? MS Piratenhaare. Die untergegangene Seele. Was? Keine Ahnung. Was? Ja, ein weiblicher Name. What the fuck? Sonst gibt das ja Unglück. Ein weiblicher Name, okay. Die weiblichen Piratenhaare. Ja. Klingt toll. Das müssen wir machen. Hat ja auch nichts mit Plural zu tun. Nö. Kannst du da so eine XP... Nee, kann man die machen? Nee, die kann man nicht craften, ne? Was? Eine normale Flasche dann gegen den Rumpf werfen, wenn es fertig ist. Doch. Ja, eine Flasche schon, aber kann man... Das kriegen wir hin. Eine Wurfflasche kriegen kann wir auch hin. Noch... Der teure Rum. Schadenstrank, Schadenstrank 2. Rassamund darf werfen. Yay! Warum habe ich denn nur noch 3 Herzen? Ach ja, ich wurde ja vergewaltigt. Weil du es verdient hast. Ja, der hat mich hier missbraucht, da am Bett. Ich will auch. Nein. Was? Was? No me gusta. Was? No me gusta. Was ist denn mit der WG-Bus? Oh Mann, ey. Im Arsch. Bitte? Aber schlechten Einfluss. Sag das nicht zu laut mit dem im Arsch, sonst lieferst du eine krasse Steilvorlage. Also würde ich auch sagen, in dem Zusammenhang, krasse Story hier. So, wie mache ich das jetzt? Oh Mann. Elfchen. Oh yeah. Die Voice wartet auf dich. Ich muss mir jetzt was überlegen. Was? Was? Ich habe dich leider nicht verstanden. Tut mir leid. Voice? Hallo? Voice? Ja. Piep, 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 piep. Jetzt habe ich nicht verstanden. Mausezeichen, alles. Aber dann wird das verdammt hoch. Alter, die Schäfchen hier. In Zucht en masse. In Zucht en masse. Ah, das macht die Minecraft-WG aus. Was? Nein. Ich meinte die Schäfchen, also. Komm ich da nochmal raus? Nein. Irgendwann redest du dich in Kopf und Kragen. Optimus Voice. Hast du denn schon den Allspark gefunden? Och Mann, ey, 35, weißt du, wo da renne ich ja noch 10.000 mal hin und her. Was macht mir vorne ein weißes Schaf? Weiß ich nicht. Entweder ist hier einfach reingejumpt. Aber das kann ich niemals ansteuern hier. Vielleicht können wir daraus ja auch so ein kleines Minigame machen. Willst du die Wolle zuwerfen? Wer redet als allererstes, was Voice gesagt hat? Irgendwie. Was? Schön. Ich glaube, ich wäre gleich gehauen. Nein. Kommt nicht schlimmer. Doch, Voice kommt dann. Voice ist aber echt zu sein. Dein Bruder kann doch eigentlich einmal in der Woche aufhören, das Spiel zu spielen. Der hat doch schon aufgehört. Ach so. Sag deiner Mutter, sie soll nicht mehr telefonieren. Wir haben eine 3,4K-Leitung zu Hause. Soll ich das vielleicht erwähnen? Nein. Also zwei. Das illusioniert uns alle. Sechs. Du hast eine zwei? Nee, ich habe eine sechs, weil vertraglich weniger gibt's nicht. Aber es kommt nur zwei an, weil wir im Dorf wohnen. Im Dorf! Ach du Scheiße. Ich habe 16.000 und bei mir kommt drei an. Maximal. Und ich wohne in der Stadt.
Oh mein Gott. Was für eine Drosselkom. Herzlichen Glückwunsch. Drosselkom. Danke, dass Sie einen Vertrag bei uns abgeschlossen haben, Sie Idiot. Ich habe nur eine 100 Mbit Leitung, aber bei mir kommen auch nicht 100 an. Also ich habe in der Regel nur 94. So könnte ich das machen. Also. Oh Gott, hat jemand von euch Pistons schon gebaut? Ja. Vorhin 28 Stück. Ich bin gerade am Rechnen. Also eigentlich sollte ja heute. Eigentlich sollte heute mein Internet kommen und beziehungsweise der Techniker sollte heute kommen. Und der hat dann Hallo Internet. Lass den armen Jungen doch mal reden. Oh Mann. Egal was für Tabletten es waren, setz dir. Dann gib dir welche ab. Ja, dann hat er. Also er wollte. Sie haben halt gesagt, sie erscheinen zwischen 8 und 11 und dann hat er gegen 8:30 angerufen. Ja, wir kommen nicht. Hier haben sie einen Termin, 14 Tage später, vielleicht schaffen wir es dann ja. Danke für ihre großzügige Nichts! Und dann hab ich dann haben die aufgeregt und ich habe dann so. Das war ein 30 Sekunden Gespräch maximal. Wo er mir dann halt eben direkt den neuen Termin gegeben hat und gesagt hat, er kommt nicht und das war's dann, ohne weitere Infos und dann. Aber immerhin hat er angerufen. Immerhin. Da. Ich okay. Hab, ja. Was war das jetzt? Dabei muss es nicht mal einer von der Telekom gewesen sein. Kann ja auch ein Subunternehmer gewesen sein. Es ist keiner von der Telekom. Ich, ach so, auch das ist von der Drosselkom, weil. Nee, Drosselkom kommt mir nicht nochmal ins Haus. Ich bin jetzt zur Konkurrenz gewechselt. Was ist denn hier kommen? Kannst du dich ganz nicht drauf verlassen, dass die alle anderen nach genau. Und nachrücken? Ah, da bin ich auch. Ja. Vodafone und irgendwann haben ja schon natürlich, die 100er. Die 100.000er. Ah, cool. Willkommen Logo dann. Hi. Heute wird irgendwie sehr viel durcheinander gesprochen, kann das sein? Nein. Ja, wird. Okay. Yay! Das schlimme gerade beim Mond. Ungewohnt. Ich komme schon nicht mehr mit. Ich weiß nicht, wie die Zuschauer das finden werden. Du heute ist echt durcheinander. Hat denn jemand noch die Pistons über? Nein. Wie macht man die überhaupt? Pistons oben selber. Holz. Ah ja, genau. Irgendwas mit. Guck ins Wiki. Oh, shit. In der Mitte Eisen, darunter Redstone und an den Rändern Cobblestone. Ja, also genau. Wollte mir jetzt, glaube ich, gerade sagen, dass ich nicht mehr reden darf. Naja. Doch. Redet's ruhig alle, ist kein Problem. Mhm. Ich bin einfach ruhig, dann passt das schon. Ich muss bauen, nee, und mich konzentrieren. Ich opfer mich fürs Team, Rasamund. Ich habe mich hier schon geopfert, ist alles gut. Oh Mann. Ihr scheiß Märtyrer, ihr. Aus. Okay. An. Oh Mann. So. Er könnte auch mich in TS gemeint haben, man weiß es nicht. Nee, ist alles gut. So, wie. Alles gut, und gleich nach der Aufnahme kriegen wir alle einen auf. Nee. Der Knebelvertrag ist schuld. Da steht drin, dass nur Rafa okay. Reden darf und alle anderen müssen nicht dabei. Ach Quatsch. Gleich kommt's. Entlarvt. Die zweite. Rather der Weise. Glaube ich, sind falsch. Doch. Eine hier. Unglaublich, ja. Ich verirre mich hier, obwohl es nur eine Treppe gibt. Wenn die ganzen Telefongesellschaften erstmal mitkriegen, dass man mit dieser Drosselscheiße Geld verdienen kann, dann ziehen die alle nach, da könnt ihr euch sowas schon drauf verlassen. Dann werden die Straßenunterhalter und setze mich mit dem Fernseher und der Konsole in den Start. Let's play live in ihrer Straße bei Wind und Wetter. Und dann stelle ich mir einen Becher vor genau. Und dann sollen sie da. Sagt mir Bescheid, wo ihr wohnt und vielleicht habt ihr dann Glück und ich komme und lasst euer WLAN aus. dann gibt es die Minecraft-WG nur noch auf eurer Straße. Oh Gott, Minecraft-WG alleine dann. Sich selber. Hallo, willkommen und bei der Ein-Mann-WG. Genau, und wenn du gewinnst, dann darfst du die Reisekosten für alle anderen WG-Mitglieder mittragen. Ja. Ohne dass du dabei bewerbt bist. Euch, genau, bewerbt euch jetzt. Rufen Sie jetzt. Ihr seid unser. Ja, jetzt haben wir. Der WLAN-Sklave wird das dann. Wir haben den WG-Sklaven, dann haben wir noch den WLAN-Sklaven. WLAN-Sklave? Schön. Ganz neu. Wir haben schon so viele Sklaven. Wir kommen immer auf Ideen.
Alter, wir kriegen noch richtig Ärger, ey, mit der Berufsgenossenschaft. Irgendeiner muss uns dann hier die ganzen... Genossenschaft? Was bitteschön für eine Berufsgenossenschaft? Echt jetzt? Ja, die Minecraft-Berufsgenossenschaft. Die Minecraft-Berufsgenossenschaft. Gibt es? Ja, du machst dich darüber lustig. Ja, es gibt genau. Schon Firmen, die müssen kräftig ja, zahlen. Gut erkannt. Aber wir haben leider noch keinen Betriebsrat hier. Weil ja, sie ein eckiges haben. Logo haben. Ja, mit einem eckigen Logo. Ja. Obwohl, wir sind schon... Wir sind 5, 6 Leute auf dem Server. Wir können einen Betriebsrat gründen. Ja, los! Ah ja, ich glaube, da wird uns Russell sowas von aufs Maul hauen. Echt jetzt? Ich beantrage! Also, komm, wir machen. Schnauze! Ich mach mit. Ich wollte ein Sandwich beantragen. Ja, dann müsstest du mich aber erschießen. Und dann müsstest du mich ersetzen. Niemand kann Fee ersetzen. Da hat man einen besonderen Kündigungsschutz, oder? Ja. Oh. Ich sag da mal nichts zu Fee. Was denn? Das ersetzt man so. Gehen, man kann mich nicht ersetzen, schlafen. Das geht nicht. Und derjenige wird das auch noch sehen. What the fuck? Wer hat diese wunderbaren Bodenplatten gemacht? Ich war's. Warum sind wir noch nicht früher auf diese Idee gekommen? Was für Bodenplatten? Da habe ich mich jedes Mal gefragt, wenn ich auf die Tür geklopft habe. Well. Was würdest du sagen, Brother? Welche Bodenplatten? Oh, geh pennen. An der Tür. Ich hab die gerade zugemacht, als ich mit der Hand draufgeschlagen habe. Rasamun viel Pen. Und ja, ja. Rasamun. Bin ja da auf dem Weg. Weißt du? So ist das bei der Fee. Du musst halt sagen, Fee, bist du dann und dann da. Wenn Fee nicht antwortet, nochmal nachhaken. Am besten per SMS. Ich weiß das. Ja, du weißt das. Er jetzt auch. Fehle fantastisch. Super. Ey, wenn mir am Tag jemand 3 Mails schreibt, dann gucke ich da irgendwann nicht mehr rein. Dann überfliege ich das vielleicht noch, wenn er Glück hat. Wenn er Glück hat. Ja, wenn er Glück hat. Aber wenn du mir eine SMS schreibst, damit ich gleich so alarmiert. Wer ist nicht im Bett? Wer ist noch nicht im Bett? Ich kann nicht schlafen, wenn die ganze Zeit quatscht. Echt nicht. Ha, ich wollte gerade sagen, nicht, aber. Das... Dann geh rüber und schlaf im Stall! Mach's Licht aus! Oh Mann, sind wir wieder nett. Wirklich, ey. Ich glaube, ich geh erstmal wieder hier so ein Pferd melken. Ja, geh mal Pferd essen. Lecker. What the fuck? Ja, klar, dass du noch lecker dazu sagst. So, ich geh jetzt mal zu den Schäfchen. Jetzt geh mal zu den Schafen, wo fängt die an zu melken? Ja, nee, ist klar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh Mann. Habt ihr hier irgendwo eine Mine oder kann man sich einfach runterbuddeln? Also ich würde mich runterbuddeln, die Minen sind scheiße. Alles blöd. Da findet man nichts. Außer Lava. Eisen. Das halte ich für ein Gerücht, denn ich habe 12 Diamanten gefunden bis jetzt. Ja, und bist verbrannt. Mit 17 Diamanten. Die habe ich jetzt gerade dabei. Echt? Ja. Verbrennt die! Ich finde, das nur, gerecht. Aber nur 47 Eisen. Dann würde ich dir mal empfehlen, nicht zur Lava zu gehen. So. Nee, habe ich auch nicht vor. Ich freue mich noch auf die Statusmeldung. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt mache, aber ich mache das jetzt gerade extrem hoch. Es tut mir leid. Aber es funktioniert bestimmt hinterher. Das war einmal. Vor langer Zeit. Als ein Lief. Dich verlief. Deine einsamen Wege in der Mine ging. Ach shit, ich muss rein höher. Schön. Die Wärme zog ihn an. What the fuck? Die unendliche Wärme. Welche Wärme von was? Will ich das wissen? Nein. Unendliche Wärme? Was? What the fuck? Es brennt in den Augen. Ich beantrage. Oh Mann. Ach ja, Betriebsrat, ne? Und sowas mit der Berufsgenossenschaft. Wir brauchen also auch Schutzbrillen. Für die Lava. Für mich. Ja, könnt ihr euch craften. Ich bezahle mich euch mit Diamanten. Jeden 10. den ihr finden könnt ihr behalten. So. Ich beantrage Hirn. Für die komplette WG oder nur für die Frauen? Oh, ich hab 8 Stück gerade weggeworfen. Lassen wir es bei den Frauen. Reichen die Frauen nicht auch? Ich wollte gerade sagen, reicht doch. Die Männer würden die nur essen. Diamanten, lecker. Das ist ja ein euer Hirn. Nee, nicht die Hirne. Ihr steckt unser Hirn. Und ihr. Manchmal zweifle ich so ein bisschen an Ruthers Auffassungsgabe. Aber naja, wo wir gerade schon mal bei Gehirnen sind. Ich überlege gerade hier, wie ich das mache. Ich beantrage ein Gehirn für den Betriebsrat. Schön. Muss aber mobile sein. Was mit Liebe? Was hat denn Liebe damit zu tun? Ein mobiles.
Jetzt hört sie auch schon nicht mehr zu. Jetzt ist alles vorbei. Jetzt ist es vorbei.